Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem neuen Top 10 Video. Heute geht es um die AWPs. Das ist, glaube ich, das, worauf ihr am längsten gewartet habt. Ich habe alle Waffen, die vor den AWPs sind, nach dem Loadout schon gemacht. Also falls du jetzt ganz neu bist und dir denkst, wow, der gefällt mir irgendwie, wie er die Top 10s macht. Ich würde mir auch gerne andere Top 10s ansehen. Ihr braucht dann nicht zu schreiben, hey, mach mal die USPs oder die Kartoffelsalatschleudern. Sondern ich habe alle Waffen schon gemacht. Ich habe jetzt fast alle Skins durch. Es fehlen nur noch die SCAR-20 und die G3-SG1. Danach kommen nur noch Knives. Es sind alle schon gemacht. Schaut euch mal ein bisschen um. Die Playlist ist am Ende des Videos verlinkt. Legen wir los! Und ja, heute machen wir auch wieder ein kleines Giveaway. Also schön zuhören! Auf dem 10. Platz liegt bei mir die AWP Redline. Das fängt schon mal gut an. Ich weiß, die Redline gefällt sehr, sehr vielen Leuten. Bei der AK habt ihr auch alle geschrien, wo ist die Redline, wo ist die Redline? Hier bei der AWP ist sie ganz klar mit dabei. Denkt euch die Sticker einfach weg. Ich habe jetzt gerade nichts anderes am Schlüssel. Ich glaube, der Redline-Skin ist jedem bekannt. Die meisten Skins werden euch bekannt sein. Wir haben bei vielen Skins festgestellt, dass einige euch und auch mir neu waren. Aber hier kannte ich, glaube ich, alle Skins, oder? Ja. Ja, was bleibt mir da noch viel zu sagen? Die Redline, Platz 10. Für 13,81 € ist sie erhältlich. Und auch hier nochmal kurz erwähnt, das ist nicht immer der FN-Preis. Ich habe früher mal gesagt, in FN kostet sie so und so, weil ich davon ausging, dass der teuerste Preis grundsätzlich Factory New ist, aber so ist es nicht. Manchmal ist auch Battlescare das teuerste. Also, ich sag euch immer den teuersten Preis ohne Stat-Track und ohne Souvenir an. 13,81 €. Boom. Ganz dicht dahinter kommt dann schon die Elite-Build. Sie wird gerne und oft gespielt und ich habe sie auch schon ein paar Mal als Giveaway rausgehauen. Die Leute haben die halt einfach ins Herz geschlossen, die Elite-Build, ne? Ich finde sie ein bisschen schicker als die Redline, mir gefällt die Aufmachung einfach ein bisschen besser. 9,16 € kostet der Skin. Ja, naja. Wir sind immerhin bei den AWPs, das dürfen wir nicht vergessen. Da sind die Preise einfach ein bisschen gesalzener. Auf meinem 8. Platz liegt die AWP Wurmgott. Ein sehr nicer Skin. Schön ausgearbeitet, viele Details. Man sieht diesen Wurm oder dieses Gewächs. Es sollte ja eigentlich Wurmgott, könnte man meinen, dass es ein Wurm ist, oder? Aber es sieht doch eher wie Ranken von einem Baum oder von irgendwas anderem aus, von einem Gewächs eben. Der Totenschädel rundet natürlich die ganze Chose stark ab, zumal er einen so richtig anguckt. Er guckt so zur Seite und will einen zerficken. Mit 1,23 € ist der Skin bei mir der teuerste Skin auf der Liste. Dennoch hat er es auf den 8. Platz geschafft. Ihr wisst, ich mache die Listen nicht nach dem Preis, sondern wirklich nur nach dem Aussehen, wie gut sie mir eben gefallen. Und da ist der Skin natürlich schon ein bisschen schicker, wie die zwei von gerade eben, finde zumindest ich. Boom! Diese liegt bei mir auf dem 7. Platz. Das war sogar früher mal für kurze Zeit mein zweitliebster Skin, die Boom. Da kannte ich aber auch noch fast keine anderen Skins. Ich habe mich ja erst im Laufe dieser Top 10 Videos so richtig mit Skins beschäftigt. Damals bei meinem ersten Case Opening habe ich die Hyper Beast gezogen und habe so gesagt, naja, geht. Und jetzt ist es meine Lieblingswaffe. Ich habe die gar nicht richtig angeguckt. Ich dachte einfach, nee, ganz schön bunt. Ich habe die Wertigkeiten gar nicht gekannt. Ich wusste nicht, dass ich da einen Skin gezogen habe, der damals 50 € wert war. Ich dachte, okay, irgend so ein Pixel-Ding halt. Ich komme halt einfach aus 1.6 und Source-Zeiten. Das waren meine Haupt-Counter-Strike-Zeiten. Und da waren Skins kostenlos und selbst erstellte Dinge, die man sich irgendwo runtergeladen und dann ins Spiel integriert hat. Fertig. Meine Geiseln waren nackte Frauen. Verstehst? Ich habe mit einem Dildo anstatt mit einem Messer geneift. So Zeug. Und deswegen habe ich diesen Hype gerade anfangs überhaupt nicht verstehen können mit diesen Skins. Es sind nur Pixel. Und die sind so teuer. Naja, die AWP Boom kostet, wo wir schon beim Preis sind, 100 €. Schon hab ich irgendwie. Dafür ist etwas wenig zu sehen. Klar, der Comic-Stil ist cool. Boom, Pang, Kabau und so. Und Orange passt auch ganz gut zu der ganzen Sache. Aber 100 €, etwas übertrieben. Ich hätte 5 € gemacht, komm. Die AWP Asimov liegt auf meinem 6. Platz. Auf der AWP gefällt sie mir, glaube ich, am besten. Wir haben es schon ganz oft von den Asimov-Skins gehabt. Also für alle, die schon etwas länger dabei sind, wissen, dass mir Asimov nicht so gut gefällt. Es gibt sie auf der Pistole und auf der M4 oder AK oder irgendwie sowas. Und das sagt mir einfach, oder hat mir noch nie so wirklich zugesagt. Es erinnert mich immer an diverse Source-Maps, wo die Map aus diesen Klötzchen gebaut ist. Wo immer dabei steht, wie groß sie sind, wie groß ein Mensch ist und sowas. Diese eigentlich Lernklötze, mit denen man Maps baut, um zu gucken, dass die Größenverhältnisse passen. Die waren, glaube ich, auch immer weiß und orange. Bin mir nicht ganz sicher. Schon ein cooler Skin. Also es ist schon ein schicker Skin auf jeden Fall. Auf der AWP ist es, glaube ich, bis jetzt der beste Platz, den die Asimov-Skins bei mir erreichen konnten, oder? 30,96 € kostet das Ding. Ja, komm, geht. Würde ich jetzt nicht zwingend bezahlen, aber es geht. Die AWP Dragonlore liegt auf meinem 5. Platz. Das ist das erste Mal, dass ich den Skin so richtig begutachten kann. Die paar Male, in denen ich ihn in der Hand hatte, sah immer wie so ein Safari-Mesh-Battlescare-Sand-Dune-Scheißdrecks-Ding aus. Einfach so voll abgewaschen und gelb. Man hat gar nichts erkannt. Der Skin ist schon ganz schick. Dieser Drache erinnert ein ganz klein wenig, weit entfernt, über mehrere Maps hinweg, in einem anderen Spiel, an die Hyper Beast. Aber das war es auch schon wieder. Hier oben, das auf dem Scope gesagt, mir gar nicht zu. Was ist das hier? Wie nennt man das? Gewürfelt oder so? Nee. Die Details auf diesem Hauptstück sind wirklich schön. Gut ausgearbeitet, aber dennoch ist sie nicht über den 5. Platz drüber gekommen. Ich habe von der Dragonlore wirklich viel erwartet. Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt, weil es ja immer heißt so, oh, die Dragonlore, wow. Der Preis ist schon ganz schön wow. Hier habe ich mir 1,400 € aufgeschrieben, also 1,465,77 € um genau zu sein. Aber hinten der Teil fällt eigentlich weg, weil die Preise schwanken ständig. Ich frage mich, was man für ein Mensch sein muss, um das auszugeben. Für Pixel auf einer Waffe in einem Spiel. Ihr habt sicherlich mitbekommen, ich werde mir bald einen neuen PC holen. Der kostet 2,000 € und das fühlt sich schon extrem, es ist sau viel Geld. Ich freue mich zwar auch, weil es ein neuer
PC ist, mit dem ich endlich wieder gescheit arbeiten kann und nicht jetzt hier, ich habe hier ständig irgendwelche Problematiken, das habe ich in dem Video angesprochen. Aber trotzdem gebe ich 2000 Euro für Hardware, für so Kram aus, für Spielereien auch. Aber trotzdem kommt mir das viel gerechtfertigter vor, wie wenn ich jetzt hier für 1400 Euro ausgeben würde, für so einen Skin. Machen wir mal weiter. Auf dem Platz Nummer 4 befindet sich bei mir die AWP Oni Taiji. Sehr schöne Muster, extrem coole Farbwahl, das Design gefällt mir, einfach nice. Guckt euch mal ganz genau diesen Samurai an oder was es eben sein soll, ich kenne mich da nicht so ganz aus, aber ich denke, es ist ein Samurai und den Teufel, den er da gerade bekämpft. Oder hat er ihm den Kopf abgeschlagen? Warte mal, guck mal. Und hält ihn so hoch neben sich? Keine Ahnung. 66 Euro. Ja gut, ja gut. Wir sind ja immerhin bei den AWPs, nicht wahr? Da ist es halt mal teurer. Nun folgen wie immer die Top 3 und ich frage euch auch an der Stelle direkt, wie immer, ob ihr schon erahnen könnt, was da wohl auf euch zukommt. Was ist auf meinem dritten, zweiten und ersten Platz? Könnt ihr es erraten? Ich denke, den ersten Platz können einige erraten, die mich kennen. Aber die anderen zwei Plätze sind trotzdem schwierig, nicht wahr? Schwierig. Kurzer Trommelwirbel. So, das reicht. Das Medüselchen liegt auf meinem dritten Platz. Ab hier erinnert sie an die Wurmgott. Das könnte eigentlich das gleiche sein, nur anders gefärbt und vielleicht auch ein bisschen anders geformt. Die Schlangen und so. Wie die Medusa hier gezeichnet ist, wie sie einen anschaut und sowas, ist der Hammer. Wenn du die Medusa angeschaut hast, bist du ja zu Stein geworden. Wenn du der AWP in den Lauf schaust, wirst du auch zumindest bewegungsunfähig gemacht. Geil. Ein cooler Skin. Denkt euch einfach dieses wunderschöne Stickerchen hier oben weg. Das passt nicht so ganz jetzt dazu. Für 683 Euro auch wieder so ein Skin, den man geschenkt oder gedroppt bekommt oder zieht oder so, aber auf keinen Fall sich kauft. 683 Euro. Was man mit dem Geld alles machen kann, damit kannst du in Urlaub gehen. Mein Platz 3. Auf meinem zweiten Platz liegt eine recht frisch hinzugefügte AWP und zwar die Fever Dream. Die gibt es noch gar nicht so lange. Die kam mit dem letzten oder vorletzten Skin-Kisten-Update hinzu. Mit der Spectrum Case, glaube ich, steht das hier dabei. Warte mal. Ich dachte, das steht da irgendwie drin. Ultra cool. Diese Kreidezeichnung oder was es sein, also ich denke, es ist eine Kreidezeichnung, oder? Mit diesen geilen Neonfarben. Das ist einfach so sick. Guck mal hier vorne, das Smiley. Stell dir vor, du bist ein anderer AWPler und du obst gerade in irgendeine Richtung. Double Zoom natürlich, so cool wie du bist. Und auf einmal kommt die Fever Dream recht close vor dir um die Ecke und du siehst genau den Smiley hier. Shit. Hier vorne die Zähne oder was das ist. Und da irgendwelche Monster, das Gesicht. Headshot! Wolves are on my door oder so. Hier ist eine Stat-Track-Zählvorrichtung drauf, mehrere sogar. Hier noch irgend so ein krasses Viech. Hier unten irgendwas mit 24-7 oder 24. Blablabla. Diesen Skin kann man ewig anschauen und man sieht immer wieder neue Dinge. Guck mal hier, die Grinsekatze. Also ich denke, dieser Skin ist bei jedem von euch. Mindestens in den Top 5. Und für 13,51 € ist dieser Skin auf jeden Fall auch für viele kaufbar. Guck mal, da ist auch noch ein cooler Smiley hier drin. Platz 1 erscheint nun. Here we go. Wer hat bitteschön nicht damit gerechnet? Die AWP Hyper Beast. Natürlich, natürlich, sicher, sicher. Mein absoluter Lieblingsskin überhaupt, was Skins angeht, egal auf welcher Waffe. Ich habe jetzt noch keine Waffe gesehen, auf der mir der Hyper Beast Skin nicht gefallen hat. Die Schrotflinte mit Hyper Beast drauf ist geil, die AWP ist geil und die neu hinzugefügte Pistole, die... Ich habe schon oft danach gefragt, ihr sagt mir jedes Mal und ich vergesse es immer. Die ist auch geil. Gibt es noch einen Hyper Beast Skin? Ich glaube nicht. Die Pistole ist das nächste, die werde ich irgendwann mal ziehen oder so und dann habe ich die Hyper Beast Collection schlechthin. Ich das Ding an. Dieser Zeichenstil gefällt mir so gut, das ist schick, dude. Ich glaube, ich hole ein Hyper Beast T-Shirt, was soll's. Und da sind wir mit dem Top 10 Video auch schon wieder durch. Es folgen aber noch einige Waffen, keine Sorge, und es folgen auch noch alle Knives. Cool bleiben. Ihr müsst nicht ständig fragen. Okay, dankeschön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Giveaway-Zeit. Haut einfach Folgendes raus. Hashtag und irgendein Spielname. Zum Beispiel Hashtag Doom. Unter allen Gewinnern werden 5 Graffitis und jeweils eine Kiste verschenkt. Vergiveaway einfach rausgekloppt.